Guten Abend, mein Name ist Andreas Schlecht, ich bin Apotheker, Heilpraktiker, Physiotherapeut, habe einige Jahre Osteopathie und Humanmedizin studiert in Tübingen, habe als Heilpraktiker inzwischen 20 Jahre Erfahrung mit chronischen Erkrankungen, insbesondere zu Anfang mit Schmerztherapie, verschiedene Injektionstechniken, und ich komme aber von der Hardware immer mehr zur Software. Und insofern beschäftige ich mich jetzt die letzten Jahre sehr viel mit Hormonen, Hormonersatztherapie, aber auch mit orthomolekularen Belangen. Ich habe einiges an Unterrichtserfahrung und möchte heute versuchen, auf eine Frage von einem Zuschauer einzugehen. Und zwar: Ist der langfristige Einsatz von Viagra und Cialis gefährlich oder sogar mit Komplikationen im weitesten Sinne verbunden? Hierzu müssen wir zunächst mal zwei Dinge klären. Wir müssen unser Endothel verstehen. Wie funktioniert unser Endothel, also die spiegelglatte Teflonschicht in unseren Gefäßen? Wie wird das Endothel reguliert und welche Faktoren verursachen das, also eine Gefäßweitstellung oder gar eine Gefäßengstellung? Die Gefäßweitstellung, die kann nur dann funktionieren über Acetylcholin, wenn unser Endothel intakt ist. Das heißt, die Muscularis, die zweite Schicht in unserem Gefäß, die besteht aus drei Schichten: Endothel, Muscularis, Adventitia. Und die Gefäßweitstellung, die braucht einen endothelialen Relaxing Factor. Für diesen endothelialen Relaxing Factor gab es im Jahr 1998 sogar von der amerikanischen Gesellschaft den Nobelpreis. Forchgott, Ignaro und Murat hatten für die Entdeckung des Stickstoffmonoxids, das man früher als endothelialen Relaxing Factor bezeichnet hat, weil man es einfach nicht wusste. Man wusste nicht, was stellt unsere Blutgefäße weit. Heute sind wir etwas schlauer und heute wissen wir, die Blutgefäße werden weitgestellt durch Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist ein Gas, und das Gas kann in unserem Organismus Signale übertragen. Diese Signalübertragung kann von einer Zelle gebildet werden und durch die Membran zu anderen Zellen dringen. Jetzt ist so, Acetylcholin, wusste man schon lange, kann die Blutgefäße weitstellen, aber nur dann, wenn unser Endothel auch intakt ist. Jetzt gibt es diese Phosphodiesterase-Inhibitoren, die wir einsetzen können, wenn die Gefäßregulation nicht mehr so funktioniert, wie wir es möchten, im Sinne der erektilen Dysfunktion, aber auch im Sinne von pulmonaler Hypertonie oder peripherer Hypertonie. Hier kommen, auch bei der koronaren Herzerkrankung, hier kommen Phosphodiesterase-Inhibitoren zum Einsatz. Zunächst einmal, welche Phosphodiesterase-Inhibitoren kennen wir? Das ist das klassische Viagra, das Sildenafil. Dann das Cialis, der Tadalafil, das kennt auch noch jeder. Und dann haben wir ein paar neuere Wirkstoffe, Vardalafil und das Avenafil, das erst 2014 auf den Markt gekommen ist. In der Wirkung unterscheiden sich diese Medikamente eigentlich nicht. Nur was die Halbwertszeit betrifft und die längste Halbwertszeit, haben wir eindeutig beim Tadalafil, also beim Cialis. Das ist auch der wahrscheinlich schonendste Wirkstoff dieser Gruppe, eben aufgrund der langen Halbwertszeit. Es kommt nicht zu diesem starken Rebound, den wir beim Viagra haben. Wenn wir jetzt heute eine Viagra nehmen, dann wirkt die 3 bis 3,5, maximal 4 Stunden und wirkt relativ schnell. Das heißt, der Wirkstoff flutet stark an und fällt aber sehr schnell wieder ab. Und das macht vielen Patienten Probleme. So, Phosphodiesterasehemmer, wie wirken die überhaupt? Phosphodiesterasehemmer hemmen ein Enzym, das nennt sich Phosphodiesterase. Und unser intrazellulärer Botenstoff ist das zyklische Guanosinmonophosphat. Das zyklische Guanosinmonophosphat ist verantwortlich, um an unserer Muscularis eine Gefäßweitstellung hervorzurufen. Dazu braucht aber einen Second Messenger. Und dieser Second Messenger ist unser Stickstoffmonoxid. So, und wenn wir jetzt die Phosphodiesterase inhibieren, dann ist das Stickstoffmonoxid am Gefäß, also am Endothel, länger wirksam. Das ist der überwiegende Wirkmechanismus. Das heißt, Phosphodiesterase-Inhibitoren hemmen
den Abbau der Phosphodiesterase und damit ist unser Stickstoffmonoxid, wenn es denn gebildet worden ist und in ausreichender Menge vorhanden, ist länger wirksam. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der ganzen Geschichte. Jetzt gibt es natürlich auch noch die nicht selektiven Phosphodiesterase-Inhibitoren, das sind Koffein und Theophyllin. Und wer jetzt mitdenkt, der könnte vielleicht auf die Idee kommen, dass man die Wirkung von Cialis oder von Viagra durch, also die selektiven Phosphodiesterase-Inhibitoren, dass man deren Wirkung natürlich effektiver gestalten kann durch die nicht selektiven Phosphodiesterase-Inhibitoren wie Koffein und Theophyllin. Und das ist in der Tat so. Also man kann die Wirkung unter diesen Bedingungen verbessern. Man kann zum Beispiel die Wirkung von Viagra verbessern, indem man gleichzeitig Koffein einnimmt, einen Kaffee trinkt oder durch Theophyllin. So, zunächst einmal müssen wir aber, um das ganze System der Pathophysiologie zu verstehen und dadurch ein bisschen Klarheit zu schaffen, müssen wir verstehen, dass wir zwei unterschiedliche Formen von Stickstoffmonoxid haben. Ich hatte im letzten Video gesagt, es gibt vier NO-Synthasen. NO-Synthasen sind Enzyme, die Stickstoffmonoxid bilden durch Arginin, frei wird Citrullin. So, dazu brauchen wir noch die Folsäure und Eisen. Jetzt ist es aber so, dass wir durch diese verschiedenen Enzyme, die in unterschiedlichen Geweben exprimiert werden, auch feststellen, dass die verschiedenen NO-Synthasen, also die endotheliale, die neuronale, die mitochondriale und die konstitutive, die werden unterschiedlich stark angesteuert. Das induzierbare NO, das benutzt zum Beispiel unser Immunsystem, um pathogene Erreger abzuwehren und das wird in viel höherer Konzentration produziert als unser endotheliales NO. Das endotheliale NO, das wird relativ gering gebildet und ist sehr fein reguliert. Aber die Aktivität der induzierbaren NO-Synthase zur Abwehr von Parasiten oder bei entzündlichen Reaktionen ist eben nicht so fein reguliert. Und das macht genau die Problematik. Es kommt nach der Exprimierung der induzierbaren NO-Synthase zu einer sehr schnellen, starken und lange anhaltenden O Bildung. Und diese kann teilweise auch nur sehr verzögert inhibiert werden. Das heißt, durch einen entzündlichen oder parasitären Reiz kann die induzierbare NO-Synthase um das Tausendfache stärker exprimiert sein und stärker arbeiten und viel höhere Mengen an Stickstoffmonoxid produzieren als die endotheliale NO-Synthase. Und genau hier entsteht auch diese Pathophysiologie. Und zwar weder Stickstoffmonoxid noch Superoxid ist für sich gesehen toxisch. Ich möchte die Aufmerksamkeit jetzt auf die Mitochondrien lenken. Wenn wir unsere Mitochondrien anschauen, dann sehen wir, dass wir im Rahmen der Glykolyse Pyruvat produzieren. Pyruvat an sich kann außerhalb der Mitochondrien in Laktat umgewandelt werden. Wenn wir aber intramitochondrial arbeiten möchten und intramitochondriale ATP-Synthese erreichen möchten, was ja deutlich ökonomischer ist und auch ein riesiger Vorteil der Evolution war, dass wir eben extramitochondrial nur 2 ATP herstellen können im Rahmen der Glykolyse, aber intramitochondrial 32 Mol ATP aus 1 Mol Glucose herstellen können, dann wird uns klar, wie wichtig unsere intramitochondriale ATP-Synthese ist. Allerdings erkaufen wir uns die intramitochondriale ATP-Synthese wie bei einem Verbrennungsmotor durch Abgase. Und diese Abgase, die in der Atmungskette entstehen, sind freie Radikale, Superoxidanionen. Ich hatte mehrfach darüber gesprochen. Diese Superoxidanionen haben primär einen radikalischen Charakter. Und Superoxidanionen werden für gewöhnlich abgebaut durch die Superoxiddismutase. Und diese Superoxiddismutase ist ein Enzym, das 3 Kofaktoren braucht. Kupfer, Mangan und Zink. Und sehr häufig haben wir eben einen Mangan-Zink-Selenmangel,
Das sind diese Kofaktoren, die wir brauchen, entweder für die intramitochondriale oder die extramitochondriale Superoxidismutase. So, und wenn jetzt unsere Superoxidismutase beispielsweise anlagebedingt geschwächt ist, genetisch bedingt, habe ich im letzten Video schon gesagt, oder wenn ich genügend Kofaktoren durch die Ernährung bereitstellen, oder weil wir uns im Training oder in der Arbeit oder im Dauerstress ständig überfordern, dann kann die Superoxidismutase nicht richtig arbeiten. Zum anderen ist es so, dass eben fatalerweise das Superoxid eine viel höhere Affinität hat zum Stickstoffmonoxid, das hatte ich schon mehrfach erwähnt, als zu seinem abbauenden Enzym der Superoxiddismutase. Und jetzt kommen wir in Richtung Pathologie. Wenn durch die induzierbare oder konstitutive, das sind Synonyma, NO-Synthase im Rahmen einer Entzündung tausendfach höhere Konzentrationen von Stickstoffmonoxid entstehen und dieses Stickstoffmonoxid sich fatalerweise mit Superoxid aus der Atmungskette verbindet, entsteht genau das, was wir als Nitrostress bezeichnen, Peroxidrit. Ich erinnere noch einmal, Stickstoffmonoxid an sich ist nicht dramatisch. Wir brauchen Stickstoffmonoxid für die Gefäßweitstellung, für die Abwehr der Parasiten. Aber was wir nicht brauchen, was für unseren Organismus, unsere Zellen, unsere Mitochondrien, für alle Vitalzellen, für zahlreiche Enzyme hochgradig problematisch, da toxisch ist, ist das Reaktionsprodukt aus Stickstoffmonoxid und Superoxid, das Peroxidrit. Und normalerweise werden, wie gesagt, die Superoxidanionen durch die Superoxidismutase, kurz SOD, abgekürzt oder auch Peroxidasen. Hierzu brauchen wir wiederum Glutathion, Vitamin C, Vitamin E, also im weitesten Sinne Antioxidantien. Was alles hat es jetzt mit dem Problem der erektilen Dysfunktion zu tun? Ich hatte im letzten Video schon gesagt, Stickstoffmonoxid ist eminent wichtig für als Second Message Funktionieren für die zyklische Guanosin-Monophosphat-Reaktion. Wir brauchen dieses CGMP, zyklisches Guanosin-Monophosphat, um unsere Gefäße zu relaxieren. Das ist ein intrazellärer Botenstoff, CGMP. CGMP relaxiert die glatte Gefäßmuskulatur. Der Second Messenger dazu, extrazellulär, ist das Stickstoffmonoxid. Wenn jetzt Stickstoffmonoxid gebildet wird am Endothel und durch den subendothelialen Raum diffundieren möchte, kann es das aber nur dann, wenn keine Piranhas, ich hatte es mehrfach betont, darauf warten, das Stickstoffmonoxid abzufangen und Peroxidrit entsteht. Das setzt sich mittlerweile als bekannt voraus. So, jetzt ist das Problem, wenn ich eine chronische Entzündung in meinem Körper habe und ich exprimiere zu viel Stickstoffmonoxid, dann fehlt mir das Arginin für die endotheliale NO-Synthase. Ich rekapituliere. Wenn ich eine chronische Entzündung im Körper habe, beispielsweise eine chronische Entzündung der Darmflora, ein Leaky Gut-Syndrom oder Leaky Gut-Syndrom, ich werde ja immer wieder korrigiert, ein Leaky Gut-Syndrom. Wenn ich das Leaky Gut-Syndrom habe oder eine andere chronische Entzündung in meinem Körper, das kann eine Wurzelspitzenresektion sein, die nicht völlig ausgeheilt war, das kann eine chronische Angina tonsillaris sein, das kann sehr viel sein, dann produziere ich zu viel Stickstoffmonoxid. Und dieses Stickstoffmonoxid produziert um den Faktor 1000 teilweise mehr Stickstoffmonoxid, diese NO-Synthase, die induzierbare NO-Synthase produziert um den Faktor 1000 mehr Stickstoffmonoxid. Und dieses Stickstoffmonoxid verbindet sich natürlich in geradezu bezeichnender Weise mit dem Superoxid aus der Atmungskette. Und wenn ich jetzt eine chronische Entzündung habe und ich habe gleichzeitig viel Stress oder wenig Antioxidantien, dann fehlt mir teilweise das Arginin, das auch im alternden Organismus weniger gebildet wird oder auch weniger resorbiert wird oder auch durch Defekte der Darmschleimhaut weniger aufgenommen wird, weil ich erinnere nochmal, ich bin nicht das, was ich esse, sondern ich bin das, was ich resorbiere. Das ist auch ganz klar. Deswegen ist es so wichtig, wenn du an einer chronischen Erkrankung leidest, wenn du an einer erektilen Dysfunktion leidest, dann musst du nicht nur die Hormone checken, sondern du musst deine chronische Entzündung
behandeln. Und die kannst du in aller Regel zunächst einmal in sehr vielen Fällen herausfinden durch einen Darmcheck-Inflammation, Secretoris IgA, eosinophiles Protein X, Calprotectin. Das sind ganz wichtige Faktoren, an denen wir abschätzen können, ob du eine chronische Entzündung in der Darmschleimhaut hast, im Sinne eines Leaky Guts. Und diese Situation, die muss zunächst behandelt werden. Und wenn es uns gelingt, die Situation zu behandeln, dann verbrauchst du auch durch die induzierbare NO-Synthase nicht mehr diese großen Mengen Arginin. Jetzt kannst du nicht Arginin zuführen, aber in dem Moment, wo du Arginin zuführst und du hast eine chronische Entzündung in deinem Körper, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit das Problem des Nitrostresses verstärken, weil du ja quasi Öl ins Feuer gießt. Also eine erektile Dysfunktion muss man meines Erachtens zunächst einmal behandeln durch die Entfernung der chronischen Inflammation. Das ist der erste Weg. Und jetzt kann man natürlich in diesem Szenario schon versuchen, durch Phosphodiesterase-Hemmer für den kurzfristigen Einsatz hier Abhilfe zu schaffen. Und das Problem ist, wie gesagt, nicht das Stickstoffmonoxid. Man kann Phosphodiesterase-Hemmer mit ganz großer Wahrscheinlichkeit kurzfristig einsetzen, allen voran in einer niedrigen Dosierung. Das Tadalafil, 5 Milligramm pro Tag, wirken in dieser Hinsicht sehr interessant, weil sie auch den Kalziuminflux am Endothel reduzieren und die Gefäße mehr elastisch machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in der Kardiologie und in der pulmonalen Hypertonie auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also das sind Dinge, die man durchaus mal andenken kann. Wichtig ist, NO ist ein molekularer Schalter, der richtig justiert sein muss. Weder zu viel noch zu wenig. Zu wenig NO macht Gefäßspasmen. Zu viel NO besteht die Gefahr, dass NO mit Superoxidionen aus der Atmungskette zu Peroxynitrit reagiert. Und Peroxynitrit, ich rekapituliere nochmal, schädigt meine Mitochondrien, fördert Schmerz und Entzündung, siehe rheumatische Geschehen, rheumatische Erkrankung, Fibromyalgie, Rheuma, Chronic Fatigue Syndrom. Hier spielt ganz bestimmt auch diese Situation eine Rolle der chronischen Entzündung, die meist in der Darmschleimhaut ihren Ursprung nimmt. Des Weiteren inhibiert Peroxynitrit zahlreiche Enzyme und es macht, last but not least, eine Vasokonstriktion. Also genau der gegenteilige Effekt von dem, was ich möchte, wenn ich eine verstärkte Durchblutung in meinem Penis möchte, weil es mir um eine Erektion geht, die sich normalerweise autonom einstellt durch den Reiz, durch die Stimulus. Auch Neuro- und Gefäßdegeneration werden langfristig ausgelöst durch zu hohes Peroxynitrit. Ich fasse zusammen. Wir brauchen Stickstoffmonoxid und Stickstoffmonoxid will und muss gut reguliert sein. Wir haben zwei NO-Synthasen, die in diesem Modell sehr wichtig sind. Die induzierbare, die konstitutive, das sind Synonyma, also wir sprechen vom gleichen Enzym. Diese induzierbare NO-Synthase wird dann exprimiert, wenn wir einen Erreger haben in unserem Körper, in unseren Zellen, oder eine akute chronische Entzündung. Jetzt ist es so, dass die konstitutive NO-Synthase weniger fein reguliert wird. Das Feintuning stimmt nicht. Wenn die konstitutive NO-Synthase anfängt, Stickstoffmonoxid zu produzieren, dann produziert sie riesige Mengen, um den Faktor 1000 mehr wie die endotheliale NO-Synthase. Und sie lässt sich nicht so leicht abschalten. Sie ist etwas träge. Das bedeutet also, wir haben bei einer chronischen Entzündung meist hohe Mengen von Stickstoffmonoxid. Wenn jetzt dieses Stickstoffmonoxid, ich wiederhole das nochmal, mit freien Radikalen, Superoxidanionen, die durch unsere Mitochondrien, die wir ja auch brauchen, weil wir brauchen ATP, damit wir leben können, damit unsere Muskeln kontrahieren können, damit wir denken können, damit unser Herz funktioniert, wenn wir das mitkalkulieren und sehen, dass Stickstoffmonoxid verbindet sich mit Superoxidionen aus der Atmungskette, entsteht genau das Molekül, was wir nicht gebrauchen können, Peroxynitrit. Das bedeutet für dich,
Wenn du unter einer erektilen Dysfunktion leidest, solltest du zunächst einmal die Entzündung in deinem Darm oder wo auch immer in deinem Körper, man hat früher von Störfeldern gesprochen, in der Neuraltherapie, die man dann mit neuraltherapeutischen Injektionen behandelt hat, indem man Prokain an die Mandelpole gespritzt hat, natürlich von oral oder die Zähne infiltriert hat. Das habe ich alles gemacht, aber das kommt schlussendlich darauf an, dass du den molekularen Schalter Stickstoffmonoxid richtig einstellst. Und das kann man zum Beispiel auch dann bewerkstelligen, wenn man Antioxidantien nimmt. Glutathion, Astaxanthin, Polyphenole, Vitamin C, Vitamin E, um nur einige zu nennen. Wichtig hierbei ist, dass der molekulare Schalter weder überexprimiert, weder überexpressiv funktioniert, noch zu gering expressiv funktioniert und Stickstoffmonoxid in zu geringem Maße herstellt. Jetzt gibt es noch diese quasi Entkopplung der NO-Synthase. Das passiert dann, wenn ich zu übergewichtig werde oder im Laufe des Altersgangs sowieso in gewisser Weise, dass Arginin nicht mehr richtig gebildet wird und es bildet sich das asymmetrische Dimethylarginin. Das asymmetrische Dimethylarginin bindet sich ganz genauso wie das Arginin an meine NO-Synthasen und insofern kann aber die NO-Synthase mit dem asymmetrischen Dimethylarginin nicht arbeiten und dadurch entsteht kein Stickstoffmonoxid. Und so habe ich zu wenig von Stickstoffmonoxid von diesem molekularen Schalter. Das bedeutet, wenn ich den Einsatz, um es zusammenzufassen, von Phosphodiesterase-Inhibitoren wie Cialis, Tadalafil, Sildenafil, Vardalafil, Avenafil in Erwägung ziehe, dann sollte ich auch zeitgleich darauf achten, dass ich meinem Körper genügend Antioxidantien zuführe und eben für die Superoxidismutase gleichzeitig Kupfer, Selen, Zink, Mangan. Das sind ganz wichtige Kofaktoren für die Superoxidismutase, damit eben kein Peroxidrit entsteht. Und Nitrostress, ich habe schon mehrfach gesagt, entsteht durch die Bildung von Peroxidrit. Weder Superoxidanionen aus der Atmungskette sind wirklich pathophysiologisch bedeutsam, noch das Stickstoffmonoxid. Wir brauchen Stickstoffmonoxid für die Weitstellung der Blutgefäße. Wenn du unter einer erektilen Dysfunktion leidest oder bevor du den Einsatz von Viagra, Cialis oder was auch immer erwägst und vielleicht auch eine chronische Erkrankung hast, wo du keine weitere Hilfe findest, der Arzt dir nicht weiterhelfen kann und du Hilfe brauchst, dann kannst du mich gerne kontaktieren in meiner medizinischen Online-Sprechstunde und wir schauen, wie wir das Problem gemeinsam lösen. Wenn wir Laborwerte brauchen, werden wir die anfertigen. Sehr häufig ist eine Untersuchung der Darmflora ganz entscheidend, entweder Mikrobiom oder Darmcheck-Inflammation. Das sind so die Basisdinge, die man machen kann. Natürlich spielen die Hormone eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber der chronische Einsatz von Viagra sollte immer begleitend mit Antioxidantien geführt werden und man sollte, wenn immer möglich, nach der Ursache schauen. Also warum ist der molekulare Schalter Stickstoffmonoxid aus dem Gleichgewicht geraten? Ich hoffe, ich konnte einige spannende Anregungen geben und bedanke mich fürs Zuhören.